100 Jahre, so lange ist es her. Und zwar auf den Tag genau, dass eine Gruppe Schönebecker die gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft gründete. Zur Feier dieses Jubiläums kam es ebenfalls zum Startschuss für ein modernes Neubauprojekt in der Karl-Liebknecht-Straße. Neben GWG-Vorstandsvorsitzenden Uwe Naxl waren Verkehrsminister Thomas Webel, Landrat Markus Bauer sowie Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch und Verbandsdirektor der Wohnungsbaugenossenschaften Ronald Meissner mit vor Ort. Wir haben heute zwei besondere Anlässe. Zum einen jährt sich heute zum 100. Mal der Gründungstag unserer Genossenschaft. Genau am 6. Mai 1921 haben 7 begeisterte Schönebecker die erste Wohnungsgenossenschaft in Sachsen in Schönebeck gegründet. Und zum zweiten haben wir heute die feierliche Grundsteinlegung mit dem ersten Spatenstich für unser Neubauprojekt Junkerskarree in der Karl-Liebknecht-Straße. Leider konnte aufgrund der aktuellen Corona-Lage das geplante große Fest für alle GWG-Mitglieder und Interessenten nicht stattfinden. Dieses solle so bald wie möglich nachgeholt werden. Wie sich die gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft im vergangenen Jahrhundert entwickelte, erzählt Vorstandsvorsitzender Uwe Naxl. Zum einen hat die Ursprungsgenossenschaft sich mit 3 weiteren Genossenschaften zur heutigen GWG-Einheit, so wie wir sind, zusammengeschlossen. Und es wurden bis in die Kriegsjahre hinein Häuser gebaut. Danach war es nur noch eine Verwaltung. Und wir haben seit 1990 damit begonnen, in die Häuser zu investieren, die Häuser so zu modernisieren, damit die Mieter wieder ein vernünftiges Wohnen haben können, ohne zugige Fenster, Ofenheizung, kaputte Dächer und so weiter. Für das Neubauprojekt Junkerskarree investiert die GWG für Abriss, Bau sowie Außen- und Grünanlagen knapp 9,5 Millionen Euro. Den Ursprung für den Namen gab es bereits in den 30er Jahren. Das Junkerskarree resultiert erstmal daher, dass das eine Junkerssiedlung war, also für die Mitarbeiter der Junkerswerke in den 30er Jahren. Deshalb haben wir diesen Namen gegeben und wir wollen im ersten Bauabschnitt hier 4 Häuser mit 52 Wohnungen errichten, die den modernsten Standards entsprechen. Ziel des modernen Junkerskarree ist es, 9 bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. So soll der Preis von 8,50 Euro pro Quadratmeter realisierbar sein. Wir definieren bezahlbaren Wohnraum dahingehend, dass wir sagen, wir müssen unsere Kosten für den Bau refinanzieren können. Und das ist ausreichend für die Genossenschaft. Deshalb haben wir gesagt, Mieten in dem Bereich, die wir hier veranschlagt haben, von 8,50 Euro, sind in Schönebeck realisierbar, sind auch in der Summe der Miete für die Qualität, was an Wohnungen geboten wird, bezahlbar. Und so definieren wir es. Anfang Juli 2021 kommt es in der Karl-Liebknecht-Straße Schönebecks nun zum Baustart des Junkerskarree. Dieser neue Bau diene nicht nur zur Grundsteinlegung für zufriedene Mitglieder, sondern erhöhe auch gleichzeitig die Attraktivität unserer Stadt, so Oberbürgermeister Bert Knoblauch.